Ja, sehr verehrte liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe die Frau Stumpf zum Beispiel gesehen aus dem Deutschen Bundestag, liebe Frau Fuhr, vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft, für Ihre freundlichen Worte. Das ist ja inzwischen hier in der rheinland-pfälzischen Landesvertretung schon eine schöne Tradition, dass wir den Drehbuchpreis am zweiten Berlinale-Tag hier vergeben können. Und daran, dass der Karneval und die Berlinale zusammenfallen, ist der Oscar schuld, soll nicht wieder vorkommen. Lieber Herr André, Herr Kapitän, lieber Herr Herrchenröder, verehrte Jurymitglieder, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor allen Dingen aber natürlich, liebe Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren, stellen Sie sich vor, Sie wären eine Filmproduzentin oder ein Filmproduzent und in den Startlöchern zu einem neuen Film. Doch der Autor des zu verfilmenden Drehbuchs hält Sie hin. Ja, Sie sind seinetwegen sogar gezwungen, die Dreharbeiten aufzuschieben und das nicht nur einmal, sondern wieder und wieder. Was nach einer eher unrealistischen Geschichte klingt, weil die Drehbuchautoren ja froh sind, wenn sie Produzenten haben, ist aber mal wahr gewesen. So ging es nämlich dem Filmproduzenten Lazar Wexler, als er in den 50er Jahren die Dreharbeiten zum Film »Es geschah am helllichten Tag« aufnehmen wollte. Das Drehbuch zum Film, der nebenbei bemerkt übrigens am 4. Juli 1958 im Rahmen der 8. Berlinale uraufgeführt wurde, also das Drehbuch zum Film, stammte von Friedrich Dürrenmatt, der seine Geschichte kurz vor Drehbeginn immer wieder umarbeitete, so wie er es vom Schreiben seiner Novellen und Dramen gewohnt war und damit seinen Produzenten schier in die Verzweiflung trieb. Als Dramatiker und Schriftsteller erlangte Dürrenmatt, ja, wir wissen das alle, Weltruhm, doch mit dem Drehbuchschreiben hat er sich schwer getan. Gar nicht zu Hause fühle er sich in seinen Drehbüchern, hat er verraten, denn beim Schreiben ginge es ihm darum, das, was in ihm kreativ ist, anderen mitzuteilen. Um das in ein Drehbuch zu fassen, müsste er aber, Zitat, unendlich viel hineinschreiben. Da schreibe er dann doch lieber eine Novelle. Wie schön also, wie schön, dass Sie, liebe Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren hier, sich in Drehbüchern nicht nur zu Hause fühlen, sondern Ihnen dabei auch die Kunst gelingt, Ihren ganzen Reichtum an Kreativität mit handwerklichem Können in spannungsvolle und bewegende Drehbücher zu verwandeln. Mit Ihrer Fantasie und Ihrem Ideenreichtum schaffen Sie das Fundament filmischen Erzählens. Ob Schauspieler oder Produzent, ob Regisseure oder Regisseurinnen, sie alle wären ohne ihre Fantasie aufgeschmissen. Aber das wissen wir natürlich auch, Fantasie alleine macht natürlich noch kein gutes Drehbuch. Ein anspruchsvolles Drehbuch zu schreiben, ist ja eine große künstlerische Leistung, die zugleich handwerklich gekonnt sein muss. Ein anspruchsvolles Drehbuch muss nicht nur eine gute Geschichte beinhalten, wir haben gerade 3 Plots kurz erzählt bekommen, es muss auch passende Bilder für diese Geschichte finden und all das film- und serientauglich, also möglichst pointiert und prägnant. In einem Internetportal für Berufsreporte aller möglichen Branchen habe ich über den Beruf des Drehbuchautors Folgendes gelesen. Ich zitiere, Drehbuchautoren müssen nicht nur das professionelle Träumen beherrschen. Drehbuchautoren bedürfen gleichwichtig einer stringenten Rationalität. Denn wie bei der Errichtung eines Hauses steht bei genauem Hinsehen auch hinter jedem guten Drehbuch ein Bauplan, dessen Ziel darin besteht, den Zuschauer in den Bann der Geschichte zu ziehen, was wiederum nur gelingt, wenn die Ideen so miteinander verknüpft sind, dass sie zu einem rauschenden Strom werden, stark genug, jeden mitzureißen, der sich an seine Ufer wagt. So ähneln Drehbuchautoren Architekten. Soweit im Berufsreport. Sie, liebe Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren, sind also filmische Architekten. Präzise, denkende Strategen und zugleich ideenspinnende Träumer, das darf man doch wohl getrost als bewundernswerten Spagat bezeichnen. Darüber hinaus bedarf es dann auch noch einer Menge Disziplin und Selbstbewusstsein, um sich im harten Filmgeschäft durchzusetzen. Denn nebenbei bemerkt, so viel kreative Unzuverlässigkeit gegenüber einem Filmproduzenten konnte sich
wohl nur ein literarisches Schwergewicht vom Weltrang wie Friedrich Dürrenmatt erlauben. Wir jedenfalls, das darf ich Ihnen versichern, wissen um den großen Anspruch und die große Kunst Ihres Berufs, liebe Autorinnen und Autoren, und deshalb können Sie sich auf uns aus der Politik jedenfalls verlassen. Dafür steht nicht zuletzt der heutige Abend. Mit dem Deutschen Drehbuchpreis vergibt die Bundesregierung ja nicht nur die wichtigste nationale Auszeichnung für Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren, sondern auch die am höchsten dotierte. Damit wollen wir Sie für die Entwicklung besonderer, künstlerisch herausragender Stoffe für die große Kinoleinwand angemessen, ausdrücklich angemessen würdigen und gehen damit offensichtlich auch den richtigen Weg. Denn von unseren Nominierten, also Preisträgerinnen und Preisträgern der vergangenen Jahre, gibt es einiges Erfreuliche zu berichten. So konnte zum Beispiel der Autor Visa Morina, der 2018 hier für sein Buch Exil mit dem Deutschen Drehbuchpreis ausgezeichnet wurde, beim diesjährigen Sundance Film Festival seine Premiere feiern. Exil wird auch im Rahmen der Berlinale 2020 in der Sektion Panorama zu sehen sein. Oder Julian Radlmeier, er hat im vergangenen Jahr die Goldene Lola für sein Drehbuch Blutsauger erhalten, Sie erinnern sich, und konnte die Dreharbeiten zum Film inzwischen beenden. Diese erfreuliche Bilanz, es gibt noch zwei, drei andere schöne Erfolgsgeschichten, aber diese erfreuliche Bilanz unserer Arbeit, ich sehe schon, dass die Jury sich freut, könnten wir nicht ziehen, gäbe es nicht eben genau diese fachkundige Jury, die mit dem richtigen Riecher die vielversprechendsten Talente eben auch unter einer großen Zahl von Einsendungen auswählt. Ich danke ganz herzlich Jens Becker, Florian Eichinger, Eva-Maria Fahrmüller, Sven Poser und Heite Schwochow, die als Jury in den vergangenen Jahren immer wieder ein ausgezeichnetes Gespür für diese mitreißenden Kinostoffe hatte. Über den Drehbuchpreis hinaus können Autorinnen und Autoren auch von der Drehbuchförderung meines Hauses profitieren. Und Sie wissen ja, dass wir immer wieder an den Stellschrauben drehen. Bis zu 30.000 Euro stehen hier für die Entwicklung eines Drehbuchs zur Verfügung. Und allein im vergangenen Jahr konnten damit insgesamt 20 Autorinnen und Autoren mit ihren Drehbuchprojekten gefördert werden. Das finde ich auch eine tolle Zahl. Und damit diese nicht für die Schublade schreiben, lassen wir sie auch im weiteren Verlauf nicht allein. Ja, Autorinnen und Autoren, die eine Drehbuchförderung der BKM zuerkannt bekommen, werden vom Drama Department bis zur Produktionsreife ihrer Projekte wirklich betreut. Und unsere BKM-Produktionsförderung wiederum hilft anschließend dabei, die Stoffe auch tatsächlich umzusetzen. Das ist schon, finde ich, eine intensive Begleitung dieser wichtigen Arbeit von den ersten Ideen zu einem Drehbuch hin, dann zum fertigen Film. Und die Richtlinie der kulturellen Filmförderung der BKM befindet sich, wie Sie ja wohl wissen, derzeit in Überarbeitung. Und mir ist sehr daran gelegen, dass wir die Ergebnisse meiner drei filmpolitischen Diskussionsrunden im vergangenen Jahr, musste ich auf der Produzentenallianz, das ist immer der Start am Berlinale-Tag vormittags ja sagen, dass wir 2018 ein mageres Kinojahr hatten. Und in der Folge haben wir drei große filmpolitische Runden bei mir im Haus gemacht, um miteinander zu überlegen, warum ist so viel Geld wie noch nie in der Schüssel und es kommen zu wenig wirklich richtig gute deutsche Filme dabei raus. Das irgendwie betrübt uns ja alle gleichermaßen. Und bei diesen drei filmpolitischen Diskussionsrunden, die auch spannend waren, haben wir natürlich Anregungen jetzt einfließen lassen in die Neugestaltung der kulturellen Filmförderung, um mit aktuellen Entwicklungen in der Branche, und das betrifft Sie natürlich auch, Schritt halten zu können. Und dabei geht es mir vor allem darum, wie wir tatsächlich die Entwicklung von Filmen mit besonderer künstlerischer und kultureller Relevanz noch besser unterstützen können. Denn die Entwicklungsförderung war wirklich einer der Schwerpunkte bei den Rückmeldungen aus der Branche. Und auch in den zahlreichen Gesprächen, die
wir zurzeit mit der Filmbranche im Kontext der immer wieder anstehenden Novellierung des FFG geführt haben, waren wir uns einig, dass es genau die Projekt- und Stoffentwicklung ist, die gestärkt werden muss. Und deshalb wird der Diskussionsentwurf für ein neues FFG, den wir im Anschluss an die Berlinale vorlegen werden, sogar einen Schwerpunkt auf genau diese Entwicklungsförderung legen. Ich meine, ich habe gerade kurz skizziert, was wir alles für einzelne Mosaiksteine für die Entwicklung und auch für wirklich Drehbuchautoren zur Verfügung stellen. Und aus tiefstem Herzen und auch gerne nochmal nachjustieren und verstärken, wirklich ist meine feste Überzeugung. Aber ich fand es deshalb besonders interessant, dass in der Rückmeldung aus der Branche auch genau dieser Aspekt trotzdem nochmal immer wieder verstärkt wurde. Das gibt und macht uns den Rücken frei bei der Umverteilung der Mittel, hier auch nochmal einen stärkeren Akzent zu setzen. Und mir kommt das sehr entgegen. Ich finde das gut. Also, ob unsere Fördermöglichkeiten Friedrich Dürrenmatt geholfen hätten, eine Leidenschaft für das Verfassen von Drehbüchern zu entwickeln, sei dahingestellt. Dazu jedenfalls, was Fantasie zu schaffen vermag, musste man dem gefeierten Literaten natürlich nichts erzählen. So hat er einmal gesagt, ich zitiere Dürrenmatt nochmal, Kunst ist Welteroberung, weil Darstellen ein Erobern ist und nicht ein Abbilden, ein Überwinden von Distanzen durch die Fantasie. In diesem Sinne, erobern Sie mit Ihren Drehbüchern die Welt, liebe Autorinnen und Autoren, viel Erfolg, liebe Nominierte, und uns allen wünsche ich einen sehr schönen Abend. Auch das hat ja schon Tradition hier im Haus. Vielen Dank.